Hey Leute, willkommen zurück zu Dead Space 3. Folge 9. Mit mir Max Holz. Von WePlay Oldschool. Und letzte Folge war ein bisschen fies. Kleiner Cliffhanger, aber ich muss die Aufnahme beenden. Weil sonst wäre die zu lang geworden. So, und jetzt gucken wir hier rein, was hier abgeht. Bahn hatten wir flott gemacht in der letzten Folge. Das beschissene Rätsel da gelöst, was eigentlich so einfach war. Und jetzt geht's mal hier weiter. Ach ja, klar, hier. Ja, das kennen wir ja. Das kennen wir alles. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Und jetzt mal wieder vorarbeiten zu dem Gang da, wo ja die Lichter ausgegangen sind. Ich will doch mal endlich zur Bahn und mit der Bahn fahren. Zu meinem Shuttle. Ja, halt mal die Klappe. Sehen Sie. Ja. Sehen Sie. Guck an hier. Guck an. Hey, Buddy, kommt her auf einmal hin. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Oh, ja. Einfach zurückschießen. Oh. So. Hey, ich brauche die Spitze irgendwie. So. Der hat hier eine. Hat der noch eine andere? Ich glaube nicht. Weg. Müll. Entsorgt. So. Schauen. Böser Raum. Böser Raum. Ich nehme schon mal meine Spitze. Wo ist sie denn? Hallo? Ach man, die verschwinden oder was? Das ist ja ein bisschen kacke. Ich dachte, die bleiben liegen. Ja, was soll's. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Oder auch nicht. Ey Mann, ich will die Spitze haben, weil ich habe echt gerade nicht viel Munition. Sehe ich gerade. Ach, scheiße. Ja gut, okay, Leute. Beide. Creepy Säuremonster. Ja gut, 2 Schuss geht noch, geht. Hält sich noch an Grenzen. Ja. Klein Necromorph-Alien. Säurespacken. Und Frachtraum, Frachtraum. Also ich renne hier hoffentlich auf einen Frachtraum. Ich wollte eigentlich zu meinem Shuttle. Zur Bahnstation. Böse. Großer Raum. Nicht cool. Hier war ich schon mal. Da geht's runter und da sind Kissen. Viel Potenzial für Gegner. So. Ach süß, ich glaube, das ist einer von denen. Oder ist das der, den wir da hochgefahren haben? Der Müll war? Scheiße, sieht aus wie ein Nemesis. Holy shit. Scheiße! Das Vieh regeneriert sich! Wie willst du es dann umbringen? Ja, wie? Werde ich nicht! Ging ganz easy, aber nicht tot, hä? Ist schon tot. Nee. Ich hab einfach weiter drauf. Muss ich nichts mehr tun. Oh, oh, scheiße. Oh, oh. Oder krieg ich das gar nicht tot? Muss ich abhauen? Ah, ich glaube, ich hau. Nein, Mann, mach die Tür zu, mach die scheiß Tür zu. Kannst du mal die Tür zu machen? Alter. Verdammte scheiß Paniksituation, ey. Joa. Kann ich hier. Na, scheint. Weg. Ist ja weg. Meine Fresse.
wieder. Ja, ja. Also scheinbar ist das so eine Art Nemesis wie in Resident Evil, den ich erst mit einer irgendeiner super Waffe oder was auch immer töten kann. Auf jeden Fall nicht mit den Waffen, die ich habe. Und weg. Sieht jedenfalls nicht so aus, als ob ich den killen kann. Okidoki. Der Scheißvieh kommt garantiert überall hin. Überall hin, wo ich bin. Oh nee, das ist schon. Also. Ja, so ein Kumpel. Komm, Buddy. Was ist denn da hinten? Stuff? Und ein Wandler. Und hier geht's zur Bahn? Geht's hier zur Bahn? Drücken. Alter Schwede. Ja, ich kann nicht Details. Scheiß auf Details. Ich meine, ich hau den einfach zu Brei immer mit der Stase. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Alter! Fuck auf ihn. Oh nein. Jetzt lang. Was denn jetzt? Und ich kann das ja auch nicht lesen. Verdammt scheiße. Scheiße. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte ach, haben Sie so Geduld. Aushalten. Okay, aushalten. Hab's verstanden. Das heißt, Stase, kloppen, kloppen bis zum Get-No. Und nicht den Arsch versohlen hier. Scheiße. Mann, stirb doch mal, du Sau. Ja, kann ich ja nicht mal meine. Mein Medi. Oh fuck, das sind jetzt zwei? Nee. Ich glaub, das sind so zwei. Scheiße. Einsteigen. Alter. Terror ohne Ende. War eine richtige Terrorsituation gerade, ey. Das ist echt so vom Feeling her wie aus der Resident Evil Reihe, so der Nemesis, wo du so vom Nemesis verfolgt wirst, ne? Was denn? Bugstation? Mittel? Achter. Ach, Achtern waren es, glaube ich, ja? Nee. Ich muss zur Mittelstation, süß. Ich kann nicht zur Achtern. Gott, ich hasse diese Dinger. Die Shuttle Bay finden. Okay. Ich bin jetzt beim Zug. Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation. Ja. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Genau. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Okay. Danke. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. So, hab ich. Was war das jetzt hier? Nächster Halt. Kommandoturm. Ey Leute, zeigt mir das doch gleich mal an, was ich hier bekommen habe. Was ist das? Earth Government Artifact. New. Da wollte ich doch mal gucken. Ich hab da irgendwas gekriegt gerade. Datenbank. Nicht so viele. Das ist ein Artefakt, Terra Nova 2, was ist das? Tucker Edwards, könntest du zu Cargo Ops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryokisten mal deine Hilfe. Hey, Tuck, bist du da? Oh, leck mich, Sam. Mein Job war es, eure Erche hierher zu fliegen, nicht sie abzuwischen, sobald wir da sind. Du weißt aber schon, dass du ein fauler Sack bist, Tucker. Ich entstamme einer langen Linie von faulen Decken, Sam. Lass dir von Sikowski bei deiner Monsterfarm helfen. Der kleine Arschkriecher wird alles tun, um den Commander zu beeindrucken. Diese Mission ist ein Gruppending. Ja, okay, das kennen wir ja schon. Hm, nee, ich wollte eigentlich das andere. Was ich da in der Bahn gekriegt habe, wollte ich mir anschauen. Kapitän, nee, da sind wir noch nicht. Boah, das ist das hier. Kann das sein? Die CMS Crozier brachte eine zweite Ladung Artefakte von der Planetenoberfläche hoch. Ich fragte ADM Graves nach dem Protokoll für eine ordnungsgemäße Abfertigung und Lagerung, aber sie zuckte nur mit den Achseln. Ich habe veranlasst, sie mit dem Rest im Frachtraum der Terra Nova zu lagern, bis wir etwas anderes hören.
Okidoki. Haben eine Ladung. Ein Frachtraum. Gucken, gucken, gucken. Jo. Sieht cool aus hier mit dem Nebel und den kleinen Partikeln hier. Ja, nicht schlecht. Ah ja, okay, das ist wieder so, das ist so eine Side-Mission. Da steht immer noch die Greedy-Erkunden. Ja, da habe ich keinen Eingang gefunden. Laut Ladungsverzeichnis ist der Terra Nova befindet sich die Crozier in der Shuttle Bay der 8. Sektion. Ich hoffe nur, dass sie nicht aufgrund von Reparaturen dort ist. Ohne dieses Shuttle sitzen wir ja vielleicht bis ans Ende unseres Lebens auf diesen verlassenen Schiffen fest. Naja. Wenn es sich gemütlich macht, vielleicht geht's ja, aber nee, lieber doch nicht. Und hier ist wie so ein dummes Klick-Klick-Rätsel. Maus und Tastatur, klick, klick. So wie es aussieht, hä? So ein bisschen an diese Elektro-Circuit-Schaltkreis-Rätsel erinnert. Aus dem ersten Teil. So. Das ist einfach nur ein Zeitding, so wie es aussieht. Ah, ich hab's geschafft. Einfach nur schnell da rumrutschen die Teile und dann klickern. So, da oben ist was drin in diesem komischen Überwachungsteil da Dingensbummens da. Moon? Wie viel Moon habe ich denn eigentlich? Ja, zwei Clips. Geht noch. Also so viel. Also im Verhältnis zu den Medipacks habe ich wenig Munition. Medipacks gibt's hier en masse, ja. Na, gleich mal jetzt nehmen hier. So, wow, wow, wow. Ja, das kann ich vergessen, meine Markierung. Das ist ja eh optional hier. Konische Streuung. Mhm. Für die Werkbank, so wie es aussieht, ne? Was haben wir da erhalten? Wieder ein Textlog. Yeah. Keine Ahnung. Hier scheint nichts Neues zu sein, aber hier ist eine Nachricht. Es tut mir leid, Tucker. Du hast mal hart gehört. Wir haben es hier mit einer Szenario 5-Situation zu tun. Szenario 5? Was zum Henker heißt das überhaupt? Das heißt, dass du sterben musst. Oh. Wir alle. Tun wir es nicht, schickt er jemanden, der das für uns erledigt. Komm schon, Valerie. Nimm das Ding runter. Tut mir leid. Sie müssen es nicht erfahren. Holy shit. Mir tut's auch leid, Commander. Und wenn einer dieser Ledernacken kommt, um mich umzulegen, wird's auch ihm leid tun. Aha. Okay, Leute, also hier ist irgendwie so ein Freak hier, so irgendein irrer Typ, der hier irgendwie alle umbringen will oder was? Und mich auch, so wie es aussieht? Ich meine, wenn es ein Mensch ist, sollte eigentlich ziemlich leicht zu killen sein. Mal gucken. Erstmal zur Bank. Und gucken, was konische Steuerung, was das sein soll. Streuung war, hieß es ja. Da nicht. Pläne? Was wurde das? Also, hier ist es nicht. Erweiterung? Ne, da auch nicht. Ne, das hat man. Halt. Standardrahmen. Drehmannschaftenmodul. Wo ist denn, für was ist denn die konische Dingsbums da?